So, hallo und alle zur nächsten Folge von GTA 5 und heute wollten wir das Haus von Meriwether befreien. Irgendwie sind da ein paar Leute reingekommen. Und das ist ja schon Oh Gott. Aus Versehen wieder die Waffe gewechselt. Ernsthaft, wenn ich auf Tab drücke, wechsle ich die Waffe aus. Komm hier, Spezial. DW said the asset was in the building! Ja, dort läuft er. I told you to fuck off! Habe ich irgendwo zufällig noch ein Medipack oder so? Daddy? I'm fine, Trace. You just stay down, sweetie. They're going to kill us, Dad! No one. Gonna kill you. Daddy's got this. Ich war ein bisschen niedrig mit dem Leben. Ich wollte jetzt nicht voll im Bild reinstimmen. Kommen die außen rum? Nee, die sind immer nach unten. Ich denke mal wieder, dieses Nachladen brauche ich bei der gerne. Ernsthaft. Ja, hier ist ein Medipack drin. Stay frosty! Noch sieht's gut aus. In einem Haus zimmeln sich irgendwie Leichen. Was haben wir denn hier? Okay, Haus gesäubert, weitestgehend. Wahrscheinlich die Vorderseite noch, ne? Hallo? Ist einer von euch Vögeln da? Nein? Doch, jetzt wieder. Viel zu dunkel hier schon wieder. Ich seh nix. Gib dich zu deiner Familie. Jojo. Alter, was ist das hier? Trace! Amanda! I think they're gone! Na, klasse. No, it's not. What was that? Someone there? Trevor, wahrscheinlich. Fuck. Yeah, you like that, don't you, huh? Take it off. Get the fuck off me. I thought I was on that guy. So you sit on his face? It's called teabagging. I really fucked him up good though, huh? That's what happened. I'm gonna make a call. It's all gonna be okay. Stay put. Okay. Okay. Standen der Zusammenbruch. Na, klasse. They came to my house, Lester. My house. So I asked Amanda and the kids to move out for a few days. I hate to say it, but Meriwether isn't short on excuses to come and kill you, nor is Devin Weston.
I ain't looking for perspective, Lester. They came after my family. All right, all right. I don't know what to say. Does this change where you stand on the Union Depository? Hell no. We move on that right away. Before it gets any hotter. That's smart. Meet me at the strip joint. I'll get word to Frank and Trevor. Okay, dann treffen wir uns eben da. Ich habe gar keine Nebenmission mehr, ne? Oh, Trevor hat eine Mission. Ich weiß nicht, ob das die Hauptmission ist. Aber ich gucke mal, was er hat, weil da waren wir schon echt lange nicht mehr. Warum ist der hier bei einem Vergnügungspark gewesen? Erklärt mir das mal. Franklin hat auch drei Missionen. So, Trevor, du Luder, was machst denn du? Wieder in der Ecke rumhängen. Rumkotzen. Ah, sein Strip da. Ja, wahrscheinlich bin ich jetzt zur Hauptmission weitergesprungen. Automatisch ohne hinzufahren. Alles fit. Drücke E, um dir einen Drink zu holen. Ich glaube, der Driver hatte genug, der Talk hier so ein bisschen rum. Nee, der hatte auch nur die Hauptmission. Aber Frank hat eventuell noch was. Frankie Boy, was geht denn so? Übrigens, ich sollte mal kurz speichern, ne? Für den Anfang, das wäre nicht schlecht. Ich habe jetzt die Mission rum. Seiner schönen Hütte. Big Cheese. Man, I need to get some health food in this damn house. Ja, das sieht nicht sehr gesund aus. Schnell speichern. Rechtliche Schwierigkeit. Jo, speichern wir. Nee, der hat auch nur die eine Mission, ne? Ja, der hat Dings, Lester und... This was. Dann, nämlich Michael, der hat gerade eine Karre. Geht am schnellsten. Ich hoffe mal, der sitzt noch in seinem Auto. Ja, da sitzt noch. Alles gut. Dann fahren wir damit zu dem H. Das große Ding, H. Geht schon gegen Ende zu. Also bei den Speicherständen bin ich erstmal 60%, aber... ich glaube, es geht schon Richtung Ende von der Story, ne? You got lucky, buddy. Michael! The person who sent the mercenaries to our house. I'm working on it. Are we safe? You said we would be safe. He's not gonna try that again. I'm on top of this, Amanda. Trust me. Really? You're sure? I'm positive. Look, I love you, baby. I'm gonna take care of this. Yep. Naja, dann drehen wir eben das ganz große Ding. Beziehungsweise, ich mache einen kurzen Cut. Ich werde das mit in die Folge reinpacken, aber ich muss erstmal einen Aufnahmestopp machen, ganz kurz. Ich fahre noch schnell hin und dann, ja, nach vorne suchen wir uns noch irgendwas. Spezialevent. That's right, Bob. One more day and I'm a retired man. Corn and potato chips. Oh lol. I'm trapped! I can smell gas! Get me out of here! Use that bulldozer to move the pipes! And hurry, please! Stinks of gas in here! Hurry, please! Oh Gott. I smell burning! Muss ich erstmal den hier wegfahren. Oh God, I'm not gonna make it! Dann steigen wir eben mal da ein. Dann kannst du ja jetzt da aussteigen. Jo, Mann. Thank you so much. I thought I was done for there. Jo. Jetzt kommt da schon die Feuerwehr, glaube ich. Okay. Dann haben wir dem da ja mal den Arsch gerettet. Cooles Event nebenbei. Es wird Kleinigkeiten hier durch das noch passieren. Das ist schon nicht schlecht. Okay. Das große Ding. Das ganz große Ding. Soll ich aber die Millionen Spritzen sehen?
Schon wieder Anruf. Trace? Daddy, are you okay? Yeah, sure. Why not? Cause some guys came to our house with automatic weapons, maybe? I'm dealing with that, honey. You don't need to worry. Money doesn't matter when you're dead, Daddy. War hier das, meine da? Hä, hier war ich doch gerade. War nicht die Mission noch woanders? Weil ich einfach mit Trevor im Stripclub sein können, da hinlaufen können. Das wäre natürlich auch genial gewesen. Aber ich war ja mit ihm drin und ich habe es auf der Karte nicht gesehen, deswegen dachte ich, dass das war. Egal, also hier kurzer Cut, gleich geht's weiter. Wieso, dann will ich wieder. Für mich schon wieder ein ganzer Tag rum. Naja. Dann! Geh mal los. Wahrscheinlich wieder hinten in die Ecke, ne? Ah ja, der ist ja immer noch da. Er wird immun zu Brüsten. Dass sie keine Wirkung mehr ausstrahlen möchten. Okay. So, das war nämlich hier durch. Das habe ich letztes Mal so beschissen gesucht. Und dann gucke ich mal. Ich würde sagen, dann geht's gleich los. Oh, es ist hier verraucht hier drin. Das ganz, ganz, ganz große Ding. So wie es aussieht. Hey. Go. Sorry, I'm late. Franklin, zieh dir was an. Oh, we were just talking about you. Well, don't worry. Another few hours, you never have to talk about me again, Trevor. You're the one who likes to talk. Watch your back. You too. That's all I'm saying. Fuck you. Fuck you, all right, excuse all right, me! All right, enough! Huh? Enough! Thank you! Okay, this is it. Well, we have two options. They're both a little, out there. But then again, what do you expect? Okay, option one. We hijack their armored cars. We take the crews hostage. And then we infiltrate the depository. Now, once you're in there and you've got the score, we send in a team of modded cars. You load up, you get out. And we'll need to infiltrate the transportation grid and manipulate it to aid our escape. But option two, we cause a distraction out front. Make them think we're dumb. Well, we've never had a problem convincing people of that, have we? The other guys will be drilling, taking what they can. You're gonna be the distraction. Always the attention seeker. You know, for a guy who's always stepping on his friends to get ahead, he has an unfortunately low sense of self-worth. Okay, okay, let me show you the board. To recap, these are our options. We try to make them give us the gold, or we drill a big old hole in the side of the bank and we take it out. If you're drilling a big old hole, you'll need a big old drill, a tunnel bore machine. I'll locate it, but you have to steal it and store it near the bank. They're excavating a new part of the metro network around there, so that's where you'll go in. We'll need choppers for the getaway, too. Trevor has one we can use, the other can be bought. The guys on the ground will need a getaway car, so get something fast and tough, and modify it as much as you can to increase your chances of getting away from the cops. And it's gotta be stored in a parking garage near the UD. There's gonna be a lot of heat, so think about that. I'm forgetting something. Oh, that's it. We'll need a train to land the gold on and take it to the warehouse. You'll have to steal it. Again, I'll send you the details. Now, if you're interested in the more, subtle approach, hijacking the armored cars and so on, you've got to get some police stingers. Only cops are licensed to have them, so that's a headache of its own. What else? You'll need to get a hold of and mod some getaway cars. Normal suspension's gonna give out under a couple of tons of gold. Whoa, man, a couple of tons? 4 tons in total. That's what I can get the system to divert into the cage we're hitting. Fuck me! Okay, okay, last thing. You remember that underpass we saw from the helicopter? Well, that's where I'll set up the smoke and mirrors to get the cops off your scent. I've heard that before. Michael, subtle or obvious, what's it going to be? Naja, die Sache ist die. Ich habe in den Kommentaren so ein bisschen gelesen, dass die Tunnelbohrer-Geschichte interessant sein soll. Da haben wieder Leute gespoilert, was ich halt doof finde. Das, was ich halt gelesen habe, kann ich nicht wieder ungelesen machen, also vergessen. Das funktioniert leider nicht. Von der Methode her, brachial. Jetzt halt mal die Klappe, lass mich überringen. Brachial ist, brachial, aber irgendwie finde ich die Bohrer-Geschichte bisschen easier als subtil, weil da oben müssen wir irgendwie die schon überfallenen rausrücken lassen und keine Ahnung. Ich schätze mal, die Tunnelbohrgeschichte könnte interessant sein. Ich nehme die jetzt einfach mal. Nehme ich mal die untere, erledige die mal.
All right. We're going through the wall, so we'll just need a skeleton crew. Okay, two gunmen and two drivers. The first driver will pilot one of the choppers getting you out of there. Half the gold will be in that chopper, so these better be some safe effing hands. And the second driver's in charge of the train. I don't think we need to hire someone very expensive for this. It ain't that complicated. Come on. Editor 14. Ja, dann nehme ich halt den ersten dafür. Und für den zweiten dann den. Ah, okay. This one's new blood. I've seen him drive, but I haven't seen him under pressure. Gunman 1 is with Franklin, burrowing in and pulling out the gold. Gunman 2 hits the bank lobby with you and makes it look like you're a couple of idiots trying your luck. Okay. Wir brauchen... Das ist, glaube ich, der beste Schütze, ne? Das ist der erste, den nehme ich für unten und für oben für den, als innen drin nehmen wir den am besten. You gotta give the guy some cred for coming out of the bureau with his abilities. Ich hoffe mal, das ist richtig. Erster, zweiter, erster, zweiter, dass ich auch richtig jetzt gewählt habe. We've been waiting our whole lives for this one. Are you sure you got this right? Ja, ja, nehmen wir das mal. Great, all right. We get the tunnel bore machine and we're good to go. Fucking glory seeker. Oh, you got any better ideas? Obviously not, otherwise you would already killed me and done the gig yourself. I mean, what kind of vain asshole decides that the best way to rob the largest holding bank on the West Coast is for him, and him personally, to come at the front door? The kind of vain asshole who's stuck working with you, you douchebag. Okay, all right, ladies. We gotta move. Come on. Man, can we fucking do this? I'll show you what you need. Okay. Dann auf geht's. Tunnelmaschine. Ist ein bisschen interessanter, glaube ich. Dann haben wir da gerade mal gespeichert. Ich hoffe mal, ich habe die Leute jetzt richtig ausgewählt. Den ersten mal den teuren, den zweiten mal den billigeren, weil die jetzt nicht so wichtig waren. Ja. It's just an online persona. It was satire or parody or something. I didn't mean it. Jim? You're taking me up Bannum Canyon in this charcoal-colored landstalker to punish me for trolling you? If only someone would save me. Zendaya, okay. Stall him, kid. I'll be there soon. You know, you really are funny and interesting guys. I mean... Any attention is good attention, right? Warte, Jamie, jetzt, wie ist denn das jetzt passiert? Dann ist er wohl wieder dazwischen gekommen. Eigentlich würde ich ihn ja nicht was. Aber, dann wäre es dann wieder so schnell rum, ne? Ich versuche alle Nebenmissionen mitzunehmen. Und deswegen. Naja. Aufgemotzte Karren brauchen wir irgendwas als Fluchtfahrzeug, was brachial ist. Brachial und aufgemotzt, damit wir den Polizisten entkommen können. Er ist doch praktisch fast schon gut, so einen Bagger zu nehmen von der Baustelle, den aufzumotzen. Dass wir dann einen Highspeed-Bagger haben. Der einfach alle Polizeiautos zur Seite schiebt. Manchmal wünsche ich mir echt die Spezialfähigkeit von... Franklin. Und die, ich werde doch mal gesagt, oder mir kriege ich auch mal gesagt, ich soll aggressiver fahren, aber Leute, das macht keinen Sinn, ich aggressiver fahre noch, dann mache ich auch mehr Unfälle. Und jedes Mal, wenn ich mehr Unfälle baue, fahre ich mir die Karren und brauche länger, bis ich wieder weiterfahren kann, weil ich dann erstmal da scheiße stehen muss, wenden muss, drehen muss, weiterfahren muss. Und dann ist es einfacher, wenn ich den einen Unfall hier mal vermeide oder so, dann bin ich zügiger, bin ich noch schneller da als sonst. So, schon wieder. Front, okay? There's no reason at all to be suspicious of anyone behind us. And if there was, he would just be there to warn you. He would definitely not kill you. Definitely would not kill you. Shut up, troll! You gave up your right to free speech when you insulted a celebrity on the internet. It was a couple of comments, some colorful language. It was harassment. You're the comedy writer.
deal with the heckle. I blocked you. You started another account. I blocked you again. You started another. But what you didn't count on is me having the money and the resources to trace your IP. I count on you having better things to do. Well, I don't. I'm a lonely man, and social media is my life. It's given me the recognition I've been denied my whole life. I can make snarky comments and glib pronouncements and lap up the adulation, banishing any form of dissent. I'm a king, and Bleeder is my kingdom. Okay, that's pretty sad. Don't lose sleep over it. When I'm done, the only bleeding you'll be doing is actual, like, bleeding, because then you'll be in pain. Fahren hier vorne? Töte die Entführer nicht. Okay, war das jetzt das Auto davor? There they are. The fucks. Who is that animal? You can have your idiot son. Let me take you home. Ah ja. Bring Jimmy nach Hause, okay. Ja, ja gut, aber fuck, man, do you think it's over? Nicht mit der Kamera. Yeah, he's gone. Are you sure? Cause the dude holds like a grudge, and I'm like his nemesis. I wouldn't go that far. Look, he thought you were a fat little nobody. Now he thinks you're a fat little nobody with a badass for a dad. He'll stay away. But I'm like his troll, Pop. Ah ja. Sollen wir wieder nach Hause kutschieren? Ich soll sie nicht töten. Okay. Call me an idiot, but a troll? Jim? What's a troll? Like a joker on the internet. What sort of jokes? Sort of mean jokes. That's not cool. Mean jokes. Like what? Like, someone posts something and you're all like, that sucks, you suck, dick. Oh, so jokes that aren't funny. No, you don't get it. The humor comes with repetition. Like, you say it once, big deal. Then you say it again, and again, and again, and again. Okay. Like, the other day, he posts this picture of his newborn, and I'm all like, damn, son, that right there is one ugly-ass motherfucker of a baby. And I'm all like, my balls is prettier than that baby. And then I send him a picture of my balls. I seen roadkill prettier than that baby. What the hell is wrong with your baby? And he's all like, actually, there's a problem with its chromosomes or something, and it's actually a miracle it survived birth. And I'm all like, it's actually a miracle I survived seeing a picture of its ugly? Enough! All right? Fucking enough! I get it. Maybe that one was a little OTT, but das würde ich als Dummheit bezeichnen. Yeah, good times. Allerdings von dem Typen, der denkt, er wird trollen. Yeah. The troll is back in his lair. Now stay off the internet for a while and don't wind people up so much. I learned my lesson, Dad. I did. Yeah, sure. And I'm a tax account. Kann ich fahren? Jetzt kann ich fahren. Standen weiter. Okay. Dann schätze ich mal, dass ich gleich eventuell Mission angezeigt bekommen. Wir hatten was? Trevor Orhammer, Franklin hat 4. Frankie Boy, was geht denn so ab bei dir? Was ist der ganze 4 Mission? Okay, dann würde ich sagen, checken wir die mal ab. Wo sind deine Missionen, Frankie Boy? Nur die Lester-Mission. Was? Warum nur die Lester-Mission? Da steht, du hast 4. Trevor. Someone ain't getting invited to my crystal party. Achso, jetzt auf die Karte. Der hat eigentlich nur seine Randale da, aber ansonsten hat er auch nichts. Dann wird jetzt die fertige Mission mal gestartet oder so, die Endmission. Oder ist da gerade die falsche Zeit für oder wie auch immer. Oder so, oder was. Ich kann gerade im Moment nämlich nichts machen. Steht MyClar 2, aber irgendwie hat er nämlich gar keine gerade.
Ich hoffe einfach mal. Jetzt kommt's. Okay. Ich stehe draußen auf dem Hofen, deshalb haben sie ein paar Leute als Wachen eingestellt. Versuch rein, rauszukommen, ohne die Aufmerksamkeit. Okay. Da müssen wir dann gleich mal in den Bohrern so holen. Das gibt auch in der nächsten Folge, wird das passieren. Denn dies ist auch schon wieder voll. Und dann, ja, kommt halt das große Ding. Bis zum nächsten Bad, lass krachen und tschüss.